Hallo liebe Schüler und Schülerinnen in der 9. Klasse. Ich bin Frau Hoda, die deutsche Lehrerin. Heute sprechen wir über ein sehr interessantes Thema, und zwar das Pertertum. Also was bedeutet das Pertertum? Das Pertertum ist eine Zeitform in der deutschen Sprache. Diese Zeitform drückt die Vergangenheit aus. Heute sprechen wir über das Verb sein, aber im Pertertum. Das Verb sein im Pertertum ist waren. Das Verb waren. Jetzt zeigen wir zusammen die Konjugation von Verb, die Konjugation von Verb sein im Präsens und im Pertertum. Im Präsens: ich bin, du bist, er, es, sie ist, wir sind, ihr seid und wir und sie plural und sie groß sind. Aber das Verb sein im Pertertum, das Verb waren, ich und er, es, sie haben dieselbe Konjugation. Ich war, er, es, sie auch war. Du warst, wir waren, ihr wart und sie plural, sie groß waren. Zeigen wir jetzt zusammen ein Beispiel. Ich bin jetzt im Club, das ist Präsens. Verb sein im Präsens, bin, ich bin jetzt im Club, aber im Pertertum, ich war gestern im Club. Okay? Einstein war ein Wissenschaftler. Was war Einstein? Er war ein Wissenschaftler. Er war auch genial und intelligent. Wo warst du gestern? Ich war zu Hause. Was war dein Hobby vom Beruf? Er war ein Arzt. Jetzt zeigen wir zusammen einige Übungen über das Pertertum. Nummer 1. Wer letztes Jahr in England? Die Antwort: mein Vater. Also wer war? Nummer 2. Das Wetter toll. Das Wetter, ja, das Wetter hat der Artikel das. Also wir können es, wir können sagen es, also wir sagen war. Zuerst, wir alle im Garten, ja, wir, die Konjugation von Verb waren mit wir ist, ja, waren. Meine Freunde vorgestern im Theater. Meine Freunde ist, ja, sie plural, also wir sagen, meine Freunde waren vorgestern im Theater. Wie das Wetter letzte Woche? Kalt, oder es ist kalt. Das Wetter hat der Artikel das, also wir können sagen es. Wie war das Wetter letzte Woche? Es war kalt. Dankeschön und auf Wiedersehen. اللي حصل بقى